Herzlich willkommen zur Vorstellung des Bachelorstudiums Mechatronik an der JKU. Mein Name ist Springer Andreas. Ich bin hier Professor für Nachrichtentechnik und Vorsitzender der Studienkommission Mechatronik. Zu Beginn ein Hinweis: Die Vorstellung des Bachelorstudiums Mechatronik wird aufgezeichnet, damit wir das Video dann später verwenden können. Sie können Fragen während der Präsentation gerne schon über den Chat stellen und ich werde dann nach dem Ende der Präsentation die Aufzeichnung stoppen und stehe dann für Fragen zur Verfügung. Da können Sie dann, wenn Sie wollen, nicht nur über den Chat, sondern auch über das Mikrofon, wenn Ihnen das lieber ist, Ihre Fragen stellen. Ja, damit darf ich mit der Präsentation oder Vorstellung des Bachelorstudiums Mechatronik beginnen. Wir werden uns die Besonderheiten des Studiums anschauen. Ich werde kurz auf die Studienschwerpunkte und auf die Lehrinhalte eingehen und auch ein paar Worte zum Thema Berufsaussichten sagen. Möchte gegen Ende dann zu den Antworten auf ein paar Fragen kommen, die uns häufig gestellt werden. Und das Ganze schließt dann mit ein paar wichtigen Kontaktadressen ab. Und wie gesagt, im Anschluss dann stehe ich noch für eventuelle Fragen zur Verfügung. Ich würde Sie bitten, nachdem das aufgezeichnet wird, dass Sie Ihre Mikrofone stumm schalten. Vielen Dank. Die JKU ist ein ausgezeichneter Platz zum Studieren. Das gilt für alle Studienrichtungen, gilt aber ganz besonders für technische Studienrichtungen. Sie sehen hier auf dem Bild einen Ausschnitt des JKU Science Parks. Auch mein Bildschirmhintergrund, also mein Videohintergrund ist ein Foto davon. In dem Science Park sind die meisten jener Institute untergebracht, die technischen Studienrichtungen, darunter auch das Mechatronikstudium, betreuen. Und sollten Sie in Zukunft bei uns studieren, die Labors, in denen Sie Ihre Laborübungen absolvieren, befinden sich auch zum Großteil im Science Park. Um mit der Vorstellung des Bachelorstudiums zu beginnen, hier möchte ich anfangen mit einer Erklärung oder ja, einer kurzen Ausführung zum Begriff Mechatronik. Mechatronik ist ja ein Kunstwort, das die Kombination von Mechanik, Elektrotechnik, Elektronik und der Informatik beschreiben soll. Und das ist die technische Disziplin oder eigentlich die Verbindung von technischen Disziplinen, die Sie heutzutage in sehr, sehr vielen technischen Systemen, Anlagen, Produkten finden. Ja, eines der Beispiele ist ein modernes Kraftfahrzeug. In jedem Auto, egal ob das ein Elektroauto ist oder ein Auto mit einem konventionellen Verbrennungskraftmotor, in jedem modernen Auto haben Sie eine sehr enge Verbindung der Mechanik, also zum Beispiel der Karosserie- und Getriebekonstruktion mit der zugehörigen Steuerelektronik und die Software, ist also ein wichtiger Punkt. Und diese Verbindung von Disziplinen, das ist das Hauptmerkmal des Studiums der Mechatronik. Wir an der JKU haben den weltweit größten Fachbereich für Mechatronik, der umfasst 14 Institute zu 14 verschiedenen Themen, die alle in der Lehre in der Mechatronik aktiv sind. Und das bietet für Sie als Studierende die Möglichkeit, Sie in entsprechend vielen verschiedenen aus vielen verschiedenen Vertiefungsmöglichkeiten auszuwählen. Wir haben versucht, das hier rechts in mit dieser Baumgrafik ein bisschen darzustellen, wie man sich das vorstellen kann. Sie lernen in der Grundlagenausbildung die Grundlagen mehrerer Fächer, wenn man das eben zusammenfasst, die Mechanik, den Maschinenbau, Elektrotechnik, Elektronik und Informatik. Und diese fachliche Breite ist hier in Linz dadurch sozusagen unterlegt und aufgebaut, dass jedes der Institute, in meinem Fall ist das zum Beispiel das Institut für Nachrichtentechnik und Hochfrequenzsysteme, dass wir an jedem dieser Institute hier große fachliche Tiefe haben.
Ja, wir arbeiten wissenschaftlich in dem Bereich und können daher sehr gut zur Lehre beitragen. Und im Laufe Ihres Studiums erwerben Sie zuerst eine ausreichende fachliche Breite, die dann in ausgewählten Gebieten, speziell dann später im Master, in die Tiefe geht. Was ist sonst noch besonders am Bachelor Mechatronik? Wir haben seit vergangenem Jahr eine sozusagen Gleichschaltung der Studien Mechatronik, Maschinenbau und Elektronik und Informationstechnik. Wir haben nämlich ein weitgehend gemeinsames erstes Studienjahr. Das heißt, im ersten Studienjahr sind viele der Lehrveranstaltungen sind in allen drei Studienrichtungen dieselben. Ja, das ermöglicht, wenn Sie das wollen, einen einfachen Wechsel des Studiums im ersten oder zweiten Semester, wann Sie zum Beispiel mit Mechatronik begonnen haben und drauf kommen, Ihnen liegt doch der Maschinenbau oder eher die Elektrotechnik näher, dann ist gerade im ersten Studienjahr so ein Wechsel der Studienrichtungen noch recht einfach möglich, weil Sie also kaum Lehrveranstaltungen nachholen müssen. Wir haben bereits im ersten Semester Einführungspraktikum, damit Sie also Idee bekommen, womit Sie sich später im Studium dann theoretisch auch beschäftigen, wo Sie also auch ohne technische Vorkenntnisse schon erste einfache Übungen machen können. Und es gibt ein Mentoring-Programm, an dem Sie teilnehmen können. Das ist freiwillig, das Ihnen beim Einstieg in das Studium unterstützen soll. Wie ist das Studium aufgebaut? Das Bachelorstudium dauert, so wie das jedes Bachelor, wie das gilt für jedes Bachelorstudium in Österreich, 3 Jahre. Der Aufwand, den Sie treiben sollen im Mittel, der wird mit sogenannten ECTS-Punkten gemessen. Und das sind 60 im Jahr und damit 180 für die 3 Jahre. Dieser mittlere Aufwand, mit dem auch jede Lehrveranstaltung bewertet ist, dient unter anderem dazu, dass Sie dann, wenn Sie zum Beispiel Lehrveranstaltungen im Ausland absolvieren, dass man Sie dann mit der Anrechnung an der JKU hier leichter tut. Man weiß, die Lehrveranstaltung im Ausland hat 3 ECTS gehabt, die österreichische Lehrveranstaltung hat 3 ECTS, dann ist das einfach anzurechnen, wenn die Inhalte stimmen. Ein Großteil der 180 ECTS wenden Sie im Bachelor für Pflichtfächer auf, nämlich 141. Und Sie sehen, das verteilt sich einigermaßen gleichmäßig auf mathematisch-naturwissenschaftliche Grundlagen, sozusagen die Sprache der Technik, die Sie beherrschen müssen. Dann das Gebiet Mechanik-Maschinenbau, die Elektrotechnik und die Elektronik. Die System- und Regelungstechnik ist sowas wie eine Verbindung zwischen diesen beiden Disziplinen und dann auch noch eine entsprechende Informatikausbildung mit 15 ECTS. Sie können sich im Rahmen von ca. 21 ECTS plus die Bachelorarbeit, das entspricht also in Summe genau einem Semester, vom Arbeitsaufwand her können Sie sich vertiefen und wir bieten 4 mögliche Vertiefungsrichtungen an. Das sind Antriebstechnologien, das umfasst nicht nur die elektrische Antriebstechnik, sondern auch die hydraulische und pneumatische. Dann gibt es die Mechanik und smarte Strukturen, Robotik und Automatisierung und Sensorik und elektronische Systeme. Im Bachelor ist die Wahlmöglichkeit nur ein bisschen eingeschränkt. Im Master gibt es mehr Möglichkeiten. Das liegt einfach daran, dass Sie am Ende des Bachelorstudiums von der Grundlagenausbildung noch nicht so weit sind, dass mehr Vertiefungen hier sinnvoll wären. Ja, im Rahmen der Bachelorarbeit verfassen Sie eine kleine Abschlussarbeit, wo Sie also üblicherweise ein kleines Projekt realisieren. Und wie das gesetzlich vorgeschrieben ist, 9 ECTS haben Sie zu Ihrer freien Verfügung. Hier können Sie völlig beliebig auswählen, welche Lehrveranstaltung an der JKU oder auch an anderen Universitäten Sie absolvieren. Ich will nicht auf die Details der Lehrinhalte eingehen, aber ein paar grundlegende Prinzipien nennen. Um so fachübergreifend technisch arbeiten zu können, brauchen Sie gute physikalische und technische Grundlagen, wo Sie also wirklich die Grundprinzipien verstehen. Und das ist ein großer wichtiger Punkt in unserer Ausbildung.
Neben diesem Grundlagenverständnis gehört natürlich dazu, dass Sie dieses Grundlagenverständnis auch computergestützt umsetzen können, dass Sie also Modelle bilden können, simulieren können. Das wiederum erlaubt Ihnen die Komplexität, die Ihr mechatronisches System hat. Ja, das Beispiel Auto, um bei dem zu bleiben, ist ein sehr umfangreiches, kompliziertes System, dass Sie solche Systeme auch beherrschen können. Gut, das Thema Computerunterstützung haben wir schon angesprochen. Die Schlagwörter Virtualisierung und Digitalisierung passen da natürlich dazu. Und ein weiterer für Sie wichtiger Punkt ist, es gibt im Laufe Ihres Studiums eine ganze Anzahl von Praktika, Pflichtpraktika, aber auch Praktika im Wahlfachbereich, wo Sie also das in den Vorlesungen, Übungen gelernte Wissen auch praktisch umsetzen können. Wie schaut es mit den Berufsaussichten aus? Selbst in Corona-Zeiten sind die Berufsaussichten sehr, sehr gut. Der Fachkräftemangel auf allen Ausbildungsebenen, vom Lehrling bis zur akademischen Fachkraft, ist also nach wie vor ein großes Thema in der Industrie. Und mit einer Mechatronik-Ausbildung sind Sie quasi doppelt abgesichert. Das ist eine technische Disziplin, in der es große Nachfrage gibt. Und Sie sind mit dieser breiten Ausbildung auch gut gerüstet, um in verschiedensten Tätigkeitsprofilen aktiv zu sein und in verschiedensten Branchen. Ja, ich habe Ihnen hier ein paar Schlagworte aufgelistet. Sie können mechatronische Produkte und Anlagen konstruieren, berechnen. Man braucht Leute, die das programmieren, und zwar Leute, die nicht nur von der Informatik was verstehen, sondern auch die mechatronischen Grundlagen verstehen, um das geeignet programmieren zu können. Jemand muss die technischen Anlagen verkaufen. Jemand muss Versuche machen, Messungen, Anlagen in Betrieb nehmen oder in Betrieb halten. Und natürlich können Sie auch im Bereich der Forschung und Entwicklung in Firmen, aber auch an Universitäten tätig sein. Und ähnlich vielfältig sieht es mit den Branchen aus, also Mechatronikerinnen und Mechatroniker. Wir haben inzwischen viele hundert Absolventen, arbeiten in den verschiedensten Branchen. Ja, hier zum Beispiel gelistet die Halbleiterindustrie, Motorentechnik, Metallindustrie, Lebensmittelindustrie, Firmen, die Werkzeugmaschinen produzieren. Also hier gibt es eine ganze Menge. Und beispielhaft sehen Sie das anhand dieser Landkarte mit den Logos vieler Firmen, die Sie in Oberösterreich finden. Aber natürlich will ich damit nicht andeuten, dass sie das auf Oberösterreich beschränkt. Mit ihrer Ausbildung sind sie national und auch international sehr konkurrenzfähig. Wir haben Absolventinnen und Absolventen, die wirklich weltweit tätig sind, auf allen Kontinenten. Und Sie sehen hier anhand dieser Logos, das sind ganz verschiedene Firmen aus der Maschinenbauindustrie, aus der Elektro- und Elektronikindustrie, aber auch Lebensmittelhersteller, Banken. Es gibt tatsächlich Mechatronikerinnen und Mechatroniker, die in Banken arbeiten. Also sie sind hier sehr breit aufgestellt. Insgesamt, wenn man das zusammenfasst, die Mechatronik-Ausbildung ist sehr zukunfts- und praxisorientiert und ist eine moderne Ausbildung. Mechatronik ist der interdisziplinäre Bereich der Technik, wo eigentlich nahezu alle Ingenieursdisziplinen zusammenkommen. Es gibt hier in Linz ein sehr gutes Betreuungsverhältnis. Wie gesagt, wir haben 14 Institute mit im Moment, glaube ich, 16 Professoren und eine ganze Menge wissenschaftlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Sie in der Lehre betreuen. Die Vertiefungsmöglichkeiten habe ich schon angesprochen. Vielleicht noch ein Hinweis: Im Master gibt es noch mehr Vertiefungsmöglichkeiten. Wir haben eine sehr große Nähe zur Wirtschaft. Das heißt, in Abschlussarbeiten wie der Bachelorarbeit oder Masterarbeit besteht unter Umständen die Möglichkeit, dass Sie das in Kooperation mit Firmen machen und damit schon potenzielle Arbeitgeber kennenlernen, was also insgesamt, wie schon erwähnt, zu ausgezeichneten Berufsaussichten führt. Nun zu ein paar Fragen, die uns immer wieder gestellt werden. Deswegen hier die Zusammenfassung.
Gibt es eine Aufnahmeprüfung? Nein. Die meisten Studienrichtungen in Österreich, für die benötigen Sie keine Aufnahmeprüfung. Und Mechatronik ist eine davon. Dann erreicht uns häufig die Frage, ob Mechatronik ein besonderes schweres Studium ist. Ich würde sagen, es ist nicht besonders schwer, es ist aber definitiv anspruchsvoll. Das gilt aber für jedes technische und naturwissenschaftliche Studium. Hier geht es darum, die Dinge zu verstehen und nicht auswendig zu lernen. Ja, und das Verstehen ist nicht immer einfach und erfordert auch selbstständiges Arbeiten und Üben. Also es reicht dann nicht, sich in die Vorlesung zu setzen und sich das einmal erklären zu lassen. Das Verstehen funktioniert nur dann, wenn Sie das auch selbst, das Wissen dann versuchen anzuwenden auf verschiedenste Anwendungsfälle. Wie schaut es mit der Mathematik im Mechatronikstudium aus? Sie müssen also kein Mathematik-Nerd sein, aber die Mathematik ist sowas wie die Sprache der Technik. Das heißt, wenn Sie, egal ob Sie aus einer HTL oder aus einem Gymnasium kommen, wenn Sie Mathematik schon immer interessiert hat und Sie damit keine Probleme hatten, ist das sicher kein Problem. Was aber in einem Mechatronikstudium möglicherweise anders ist als in der Schule, wir wenden die Mathematik sehr konkret an. Und das macht es durchaus auch für Leute, die sich in der Schule schwer getan haben mit Mathematik, mit den abstrakten Konzepten, macht es dann unter Umständen leichter, die Mathematik für sich zu entdecken, wenn sie sehen, wie die für ein konkretes mechanisches oder elektrotechnisches Problem angewendet wird. Wie können Sie sich vorbereiten? Wir bieten Vorbereitungskurse an zum Programmieren, zur Mathematik und auch zu den physikalischen Grundlagen. Die finden im September statt, üblicherweise in den letzten 2 oder 3 Septemberwochen für Studienanfängerinnen. Das ist aber ein freiwilliges Angebot, das Sie nützen können. Auf der JKU-Homepage finden Sie dazu genaueres. Dann erreicht uns auch oft die Frage, wie es mit Wohnungen oder Zimmern ausschaut. Es gibt rund um die JKU eine Menge an Studentenheimen, wo es in der Regel ausreichend freie Plätze gibt. Es gibt eine Wohnbörse an der österreichischen Hochschulerschaft. Also hier gibt es genug Möglichkeiten, sodass Sie problemlos ein Zimmer finden sollen. Dann, wie schaut es aus mit einem Auslandssemester? Grundsätzlich besteht ab dem dritten Semester die Möglichkeit, 1 bis 2 Semester im Ausland zu verbringen. Dazu ermuntern wir auch Sie aktiv, dass Sie das tun. Wobei aus meiner persönlichen Sicht das dritte Semester vermutlich etwas bald ist. Besser wäre es vielleicht so im fünften, sechsten oder dann die ersten beiden Mastersemester, dass Sie in der Zeit ins Ausland gehen. Das Auslandsbüro der JKU bietet hier vielfältige Informationen, wohin Sie gehen können, mit welcher Unterstützung Sie rechnen können, wie Sie sich bewerben. Ja, und zum Abschluss ein paar Kontaktadressen. Das Dekanat der Technisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät, zu der der Fachbereich Mechatronik gehört. Die Studienkommission, hier finden Sie meine E-Mail-Adresse, nachdem ich der Vorsitzende der Studienkommission bin. Oder auch die österreichische Hochschülerschaft. Da gibt es als Untergruppe die Studierendenvertretung Mechatronik, an die Sie sich auch wenden können für Informationen. Das Zulassungsservice, also wenn Sie in Österreich Matura absolviert haben, dann ist das üblicherweise völlig problemlos. Wenn Sie aus einem anderen Land kommen oder dann gibt es da entsprechende Zulassungsprozesse. Das Prüfungs- und Anerkennungsservice für die Prüfungen, die Sie dann im Laufe des Studiums absolvieren und ganz allgemein ein Studieninfo- und Beratungsservice, das die JKU anbietet und die Informationen finden Sie hier. Ja, damit bin ich am Ende meiner Präsentation angelangt, möchte noch auf die Social-Media-Kanäle der JKU hinweisen, auf denen Sie Neuigkeiten erfahren, wo Sie uns folgen können, wenn Sie das wollen. Und danke Ihnen hiermit für Ihre Aufmerksamkeit.